Okay, herzlich willkommen zu The Evil Within mit dem alten Mann. Und wir sollen jetzt hier... Irgendwie stört das mit dem Licht dann, wenn man so geht, ne? Oder wir sollen jetzt nicht. Ich gehe jetzt mal hier unten lang und erforsche mal die Gänge. Halt! Gut. Versuch Nummer 2. Mittlerweile habe ich wieder hier 6 Schuss für die Pistole. Ganz schön munitionstechnisch verausgabt. Oh, das war schon knapper. Obwohl es ein Archivment gibt, oder Archivments gibt über die Menge der getöteten Feinde, die ich ja eigentlich schon lange erreicht haben müsste. Ich verstehe gar nicht, warum ich keins kriege. So, die Falle ist weg. Ah, da sind wieder so eine Blasebalge, wo dann sicherlich wieder Pfeile rauskommen. Ach, das habe ich gesehen vorhin. Hier kann nichts passieren, ne? 5000, 6000, 7000. Ist noch eins. Oh, und eine Statue. Na gut. Mal gucken, geht auch Nahkampf so? Wie macht man die denn jetzt kaputt? Ich will jetzt keine Munition verschwenden. Guckt mal, das ist doch bescheuert. Ich kann nur so hauen. Er tritt nicht auf die Statue. Das ist doch zum Kotzen. Ich bin für Tipps dankbar, aber ich glaube, wenn ich hier die Stelle veröffentliche, dann bin ich schon durch das Spiel durch. Das ist jetzt Folge... Ich muss gar nicht... Ich weiß gar nicht so genau. 27? Und ich habe knapp 20 Folgen erst weniger freigeschalten. Ja, das ist natürlich dann immer ein bisschen ungünstig. Halt. Ja, hier war ich ja schon. Dann können wir jetzt ja nochmal nach da oben gehen. Zu dieser Kurbel. Dann schauen wir mal weiter. Ein Kontrollpunkt wäre auch mal nicht schlecht. Mal wieder. Hier sind nur ein paar abgesäbelte Rüben und eine Strippe. Das Ding ist aber rostig und stumpf. Nun gut. Also aus dem Trailer kenne ich so eine Figur, die so einen Tresor auf dem Kopf hat, die man bekämpfen muss. Und ich denke mal, der junge Mann wird nicht lange auf sich warten lassen. Aber erstmal brauchen wir noch das dritte Relief. Das habe ich ja noch nicht gefunden. Oh, hier Christian. Nochmal? Jetzt. Man muss auch wirklich, sonst geht das Ding wieder zu. 5 Schuss. Schwein! Huch. Da liegt wieder so einer. Oh, da habe ich so wenig von. Ich nehme die. Huch. Schätze mal, wenn ich da jetzt reingehe, wacht er auf. Wo ist er? Da. Die ist aber sehr effektiv dagegen. Aber wirklich sehr. Ich hab... Ich müsste da mal Munition für finden. Komme ich da jetzt nicht hochgehoppelt? Ich will noch mal gucken, ob ich hier nicht was übersehen habe. So, geh hoch hier. Hoch. Leertaste benutzen. Ach, das wäre auch gegangen. Na gut. Was haben wir denn hier? Aha. Aber, wisst ihr was? Bevor ich das einsetze, da kann ich doch nochmal in diesen Reliefraum gehen. Ins Krankenhaus gehen. Da ist doch die Tür.
Und wir haben einen Kontrollpunkt. Super. Die kannst du wegstecken. Dann gehen wir doch nochmal hier rein. Vielleicht finde ich noch ein paar schöne Sachen. Huch. Wow. Oh, wieder alles. Geht es Ihnen nicht gut? Oh, super. Ist hier was Neues an der Pinnwand? Nein. Ist hier was Neues am Zeitungsständer? Nein. Dann gehen wir mal in den Raum hier, wenn die Tür aufgeht. Hier kann ich ja auch treten. Ah. Das steht übrigens nicht im Tutorial drin. Da steht alles, bloß sowas nicht. Bitte kein Gel. Ah, na gut. 12.500? Oh, danke! So, halt. Nein, nein, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Ich pimp mich erst. Ja, ich weiß. Ich brauche ganz schön lange. Ich bin auch alt. Aber da brauchte ich 25.000 für, um das zu erhöhen, ne? So viel haben wir nicht. 25.000. Waffe, Schaden. Stufe 2. Ja, alt. Den habe ich noch gar nicht erhöht. Spanngeschwindigkeit niedriger. 4000. Reichweite 1 von 3. 100%. 2000. Ich glaube, ich werde die beiden hier mal pimpen. Die Reichweite und die Nachladegeschwindigkeit. Genau. Und dann kann ich hier noch... Huch! Den Schadensmultiplikator. 12.000, dann haben wir noch 500 übrig. Dann machen wir das. Hat mich eben verwirrt. 2.500 haben wir noch übrig. Ich hatte Mathe eine 1. Kann ich denn hier noch irgendwas machen? Feuerrate? Nachladegeschwindigkeit erhöhen? Magazinkapazität? Genauigkeit 1500, Magazinkapazität und Genauigkeit. Na, klappt nicht mehr gleich. So, jetzt haben wir gar nichts mehr. Alles ausgegeben. Jetzt fehlt mir bloß noch ein bisschen Munition. Das wäre nicht verkehrt. Ja, und dann werden wir hier speichern. Ups. Der Wächter. Wir verlieren uns. Wir nehmen mal von hier unten einen Spielspeicherpunkt. So, annehmen. Ja, und dann gehe ich mal kurz wohin und dann geht es auch gleich weiter. Bis gleich. Ich bin jetzt schon mal gleich hier durch den Spiegel gegangen. Ich habe jetzt hier nicht gewartet, bis ich... gewartet, das Blödsinn. Ich bin dann einfach gleich durch. Es geht ja... Hey, hier weiter kann man durchgucken. Ah. Geht's eine Treppe runter? Naja. Ich denke mal, das werden wir jetzt gleich sehen. Oh, meine Nase, wenn wir hier das letzte Relief einsetzen. So, ich wollte noch was sagen. Nicht wundern, dass die Ränder wieder weg sind. Es gab einen Patch. Das ist jetzt ganz offiziell so. Und wie man sieht, ist das ein bisschen anders gelöst. Man sieht, glaube ich, auch mehr. Ich habe zumindest das Gefühl, dass sich das nicht mehr so verschiebt. Ja, ich glaube, ich gehe erstmal hier runter. Aber da ist eine Tür, da geht es eh nicht weiter. Das müssen wir aufmachen. Laterne. Hebel. 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 Ich kann ja an den Hebel nichts machen. Dann gehen wir mal runter. Was passiert denn jetzt? Ah. Oh. Oh. Das sieht nicht sehr vertrauenerweckend aus.
Guckt euch mal die Decke an. Die kommt ganz bestimmt runter. Und was ist das hier? Da ist der Tresorkopf. Ich drücke die Leertaste wiederholt. Das haben wir schon mal überstanden. Ist er weg? Das haben wir schon mal überstanden. Ich nehme wieder die Pistole. Oh! Oh, nein! Ach, Kacke! Jetzt hat mich die Perspektive überrascht. Das muss man mir doch sagen. Ich bin alt. Auch alles nochmal von vorn. Huch, der springt sogar. Ja, ein bisschen blöde. Na gut, alles nochmal von vorn. Das kann eine Weile dauern. Ihr könnt ja auf schnellen Vorlauf. Was dieses Symbol wohl bedeutet, das habe ich immer noch nicht rausgefunden. Jetzt kommt das wieder. Bam, bam. Ja, jetzt trampelst du wieder in die Falle. Aber wenigstens wird mir nichts entzogen. Ich drücke die Leertaste wie verrückt. Ich drücke. So, okay. Dann muss ich die... Welches war jetzt die Laufentaste? Die, okay. Das werden wir jetzt gleich ausnutzen und vorwärts gehen. Da, jetzt. Oh. Oh, geschafft. Oh, das war ja doch einfacher, als ich dachte. Pistole. Und es gibt keinen Kontrollpunkt. Mist. Ah, da ist Leslie. Leslie, du bist sicher. Wo ist... Kid? Kidman? Kidman. Ist sie auch hier? Kid. Geht's ihr gut? Ihr gut. Ah, soll das heißen, ihr geht's gut? Geh zurück. Ich mach das auf. Ja. Da verschwenden wir keine Munition für. Oh, hier liegen wieder Tresorköpfe. Oh, da liegt was drin. Warte, Leslie. Entschuldigung. Ich habe mich verdrückt. Und noch eine Spritze. Dann haben wir 4. Ja, ich mache das gleich auf. Ich gucke jetzt erstmal noch, ob ich hier was finde. Außer diese... Da kann man nichts machen. Das sind nur Tresore. Hier kommt wahrscheinlich dieses Gas raus, vermute ich mal. Von hier kommen wir. Ich bin gleich bei dir, Leslie. Und hier... Nee, von hier kommen wir. Aha. Werde ich wohl die Kurbel betätigen müssen. So, komm. Und komm, 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 das auf, das auf, das auf, das auf, das auf, das auf. Nein, warte. Leslie, lass mich nicht allein. Leslie. Blöde Animation. Was jetzt? Ich werde beobachtet. Von. Bleibt mir jetzt noch Zeit? Ich probiere es. Ich stehe nicht richtig. Nee, ich kann nicht. Ich kann nicht. Oh, ich habe mich verdrückt. Wo haben wir die Brust? Der ist ja Gott sei Dank nicht so sehr... Oh, der ist von wegen nicht schnell. Oh. Das kann nicht sein, du. Ist er tot?
eine Mumpel zu viel verwendet. Scheiße. Oh, hier sind wieder Fallen. Ich soll die Taste halten. Ich werde erstmal Inventar. So. Eine Spritze. Und er bewegt sich nicht. Doch, jetzt bewegt er sich. Komm. Raus hier. Raus, nicht gut. Ach, Kacke. Ach, die kann man entschärfen. Die Teile kann ich gut gebrauchen. Ob ich es schaffe? Was sagt die Uhr? Oh, noch geht's mir gut. Mit Uhr meine ich dieses, warum kann ich hier nicht kurbeln? Hallo? Dann geht's hier nicht raus. Da geht's raus. Da ist ein Raum. Komm, beeil dich mal. Hier liegen noch Sachen. Hier liegt noch Munition für die Pistole. Hier liegt noch... Na, komm! Eine Spritze. Gut. Licht. Hier ist das Kurbelrad. Ob ich jetzt noch schnell was basteln kann? Ob das jetzt so lange stehen bleibt? Weil das hat ja gut funktioniert. Mit dem Federchen Frostbolzen. Ich stell mal einen her. Ne, jetzt haben wir wieder drei. Oh, alt, zu viel gedrückt. Oh, schnell. Da kommt schon wieder einer hoch. Schneller, das schaffst du. Lauf. Oh, scheiße, wo bin ich jetzt drin? Das war nicht gut. Oh, hier, ich bin raus. Jetzt bin ich wieder hier. Ich kann hier immer noch nicht kurbeln. Ich sehe nicht durch. Da ist er. Oh, er hat eine Falle gebaut. Wieder eine Falle. Hier ist noch ein Kurbelrad. Komm, geh doch ran hier. Nein, ich verkacke. Ich kann hier gar nichts machen. Ich muss hier raus. Ich bin gleich weg. Jetzt bin ich gleich weg. Das war's. Doch nicht. Oh, wie soll man denn da... Kann ich hier durch? Nein. Oh, er ist schon wieder da. Oh. Hier ist ein Kurbelrad. Das kann ich nicht nehmen. Drei... Ach, das ist doch zum Kotzen. Kannst du mal einfach schießen hier? Entschuldigung, wenn ich so rumschimpfe. Munition alle. Habe ich ihn erledigt? Ja, ich habe ihn erledigt. Halt, hier war was. Gel. Ich kann hier das Kurbelrad kann ich nicht nehmen. Das ist voll. Oh, da kommt schon wieder so einer. Ach Mist. Ach, ich stelle mich auch an. Komm, mach es weg. Keine Chance. Jetzt kriege ich gleich eine auf den Latz und bin weg. Super. Ganz große Klasse. Ah. Schön. Sehr motivierend. Na, mal gucken. Jetzt alles wieder von vorne. Ich freue mich total. So, nun mach hin, Jungen. So, ich hab ihn. Er ist erledigt. Aber das Gel habe ich, glaube ich, schon genommen, ne? So. Die Munition haben wir. Gut. Halt, verkehrt. Oh, ich sollte auf meine Kondition aufpassen. Das ist voll. So, ganz in Ruhe nehmen wir jetzt erstmal eine Spritze. Dann nehmen wir die.
Ich kann hier sonst nichts weiter nehmen, ne? Haben wir denn noch ordentlich Munition? Hier können wir mal nachladen. Hier, was ist das? Ach, das ist so eine Schockbolzen. Ah, gut zu wissen. Oder irgendwas anderes, was ich schon habe. Und dann laufe ich dahin wieder zurück. Das müsste ich eigentlich schaffen. Aber nicht durch diesen ganzen Nebel da. Ah, ich habe mich verdrückt! Oh, was machst du denn? Nicht bücken! Lauf, 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 lauf. Drei. Wo ist er? So, jetzt wird es mir aber langsam ein bisschen eng hier. Da ist eine Tür auf. Was ist das jetzt? Ah, hier hätte ich bloß hingemusst. Komm, das schaffst du. Mach sie zu. Oh, Gott sei Dank. Gleich noch eine Spritze nehmen. Ja, ist zu. So, falls noch einen liegt. Ah, alt verdrückt. So. Und wir schauen, denke ich mal, in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich mache jetzt hier erstmal eine kurze Pause und gehe mir die Hose wechseln. Bis nachher oder bis zum nächsten Mal. Tschüss.